Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Musikstunde. Wir spielen heute eine Burleske von Mozart. Burle ist sowas wie sich googeln vor Lachen. Es ist ein lustiges Stück und es ist eine Vereinfachung vom Original von Mozart. Es klingt so. Die rechte Hand spielt auf den Tönen C bis A, deshalb müssen wir einmal den Finger wechseln und einmal geht der Daumen vom C einen Ton abwärts zum H. Die linke Hand spielt Einzeltöne, die wir kennen, und Doppelgriffe C, G oder den Doppelgriff C, H. Los geht's! Takt 1 bis 4, die rechte Hand liegt auf dem C. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt wechseln wir auf den vierten Finger. Man kann ziemlich gut wechseln, wenn man den gleichen Ton spielt. In unserem Fall fünfter Finger auf G, vierter Finger. Macht es ein paar Mal hin und her. 5, 4. Spielt es auch ohne hinzuschauen. So, und wenn ihr euch sicher fühlt, fangen wir von vorne an. Spielt mit und 1, 2, 3, 4, 5, wechseln, 4, 2, 5, 5, 3, 4 und nochmal von vorne, 1, 2, 3, 4, 5, wechseln, 4, 2, 5, 5, 3, 4 und nochmal mit Notennamen, C, D, E, Finger 4, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 2. Ja, die zweite Linie beginnt mit dem dritten Finger auf dem F. Ich wechsle zurück auf den vierten Finger, bin wieder in meiner Grundstellung. 4, 2, 3, 3, 1, 2, 2. Und der Daumen geht eine Taste tiefer zum H und zum C. Wir spielen miteinander Takt 1 bis 8 mit der rechten Hand. Und Wechsel. 5, 3, 4. Wechsel auf 4. Die linke Hand beginnt mit dem fünften Finger auf dem C, 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 ein Sprung zum E und Schritt aufwärts F und Schritt abwärts E. Erste Zeile zum Mitspielen, linke Hand und C. Fünf.
muss man ein bisschen gesondert üben. Daumen auf G, kleiner Finger, tiefes G und der dritte Finger liegt schon auf dem C. Das C ist wie eine Achse. G, G, C. Und nochmal. G, G, C. Ihr seht, ich lasse immer den dritten Finger auf dem C liegen. G, G, C. Wir spielen langsam die ersten 8 Takte mit 2 Händen. 3, 4, C. Jetzt brauchen wir noch Takt 9 bis 13, die dritte Zeile. Fünfter Finger auf G in der rechten Hand. G, F, E, E, C, D, D, H, C. Und nochmal. 5, 4, 3, 3, 1, 2, 2, 1. Und wieder geht an einer Stelle der Daumen vom C auf das H, das unter der ersten Hilfslinie liegt. Die linke Hand ab Takt 9 hat den Zweitonakkord C, G oder H, G. Und wieder C, G, H, G und C, G. Immer abwechselnd. Wir spielen von Takt 9 bis 13 beide Hände langsam. Rechts beginnt mit dem G, links Zweitonakkord C, G. Zweitonakkord H, G. Und wieder zurück zum C. Macht. Ladet euch die Noten herunter und spielt dieses vereinfachte Arrangement. Ich sage für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal. Happy Playing!